Willkommen zu einem neuen Video bei Bullish Impuls. Heute befassen wir uns mit Palantir und eben der Frage, ob sie jetzt 160% Gewinne mitnehmen können oder sogar noch mehr. Bevor das Video so richtig losgehen kann, würde ich mich einmal freuen, wenn Sie dem Video einen Daumen nach oben da lassen und ein Abonnement auf den Kanal da lassen. Das ist natürlich gratis und würde unseren Kanal sehr unterstützen. Zudem würden wir gerne Ihre Meinung zu Palantir in den Kommentaren hören. Starten wir hier direkt rein mit dem Eintageschart. Wie Sie sehen, habe ich Ihnen hier schon einen gewissen Datenbereich eingezeichnet, der anzeigt, dass Sie 160% plus mitnehmen würden, wenn Sie jetzt hier long gehen würden. Wie sieht das Ganze konkret aus? Zudem haben wir erstmal hier das Allzeittief abgeschlossen und befinden uns jetzt in einer impulsiven Aufwärtsbewegung. Wie man sehen kann, ist das seit Jahresbeginn der Fall. Wenn wir hier uns das einmal kurz anschauen, seit Jahresbeginn Palantir im Plus und zwar um saftige 190% circa. Was das noch bedeuten wird, erkläre ich Ihnen später. Wir sehen hier eine erste Bewegung in der untergeordneten Welle 1, danach folgt eine untergeordnete Welle 2 eben im korrektiven Muster und jetzt gehen wir groß davon aus, dass wir hier eben auf eine Welle 3 zukommen, eine untergeordnete. Die zeige ich Ihnen gleich auch nochmal im kurzfristigen Chart besser und wir sehen hier, dass wir hier zwei Ziele für diese Welle haben. Einmal das 2,236er Fibonacci Retracement bzw. Expansionsniveau und einmal das 2,618er. Diese liegen zwischen rund 17 und 18,60 Dollar. Wenn wir hier weiterschauen, wird es danach abfallen in eine zukünftige Zielzone, die haben wir Ihnen in lila hinterlegt, eben eine 4 und diese würde abfallen in den Bereich 10 Dollar bis 13 Dollar. Das ist aber noch Zukunftsmusik, je nachdem wie hoch diese untergeordnete 3 hier ausfällt, werden wir sehen dann, wie die Welle 4 ausfällt. Aber als wahrscheinliches Zielfenster haben wir hier eben zwei vakante Bereiche eingezeichnet und diese sind eben im Niveau von 10,31 Dollar und 11,62 Dollar. Da wäre es wahrscheinlich, dass der Kurs dahin geht. Aber es kann auch sein, dass er nicht so weit runter geht, da dieser Fall hier eben Palantir sehr bullisch ist. Wenn wir weiterschauen, würde es dann hochgehen in eine übergeordnete 5 und die kann man dann schon höher datieren. In Richtung vielleicht sogar 3er Expansionsniveau, das heißt Richtung 45 Dollar und damit Richtung des Allzeithochs, was dann die übergeordnete 1 hier eben abschließen würde. Wir zeigen Ihnen das gleich später nochmal in einem höheren Chart, in einem Wochenchart. Und diese übergeordnete 1 könnte also möglicherweise sogar schon das Allzeithoch brechen. Das wäre auf jeden Fall typisch für so eine impulsive 1. Schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht mit der internen Struktur der untergeordneten Welle 3, von der ich gerade geredet habe. Wie Sie sehen, haben wir die auch für Sie analysiert und wir befinden uns hier gerade laut unserer Meinung in der untergeordneten 4 eben der untergeordneten 3. Und wenn wir sehen, wie das Ganze aussieht, haben wir hier eine Welle A-Korrektur bereits abgeschlossen und sind dann in eine Welle B-Korrektur gefallen. Und wir sind der Meinung, dass diese eben möglicherweise noch dieses relevante Level hier brechen könnte von der Welle 3. Das lokale Hoch bei 17,16 Dollar könnte noch gebrochen werden. Eine überschießende B kann oft vorkommen. Und wir haben hier eine neue Zielzone sogar für Sie installiert. Wenn dieses Level B eben getroffen wurde und eben vorüber ist, werden wir die auch noch weiterhin bespielen können. Und zwar in Richtung dieses Niveaus hier. 13,06 Dollar und 12,29 Dollar ist hier das relevante Niveau, von dem wir denken, dass da der Kurs hingehen wird. Wenn wir uns das einmal anschauen, wie viel man das in Gewinnzahlen mitnehmen würde, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das lokale Hoch noch gebrochen wird, reden wir hier von rund 30% Gewinnen, die man da mitnehmen kann. Danach würde es logischerweise wieder hochgehen aus der untergeordneten Subwelle 4 eben hoch in diese Zone nochmal des lokalen Hochs. Möglicherweise wird die dann auch direkt gebrochen oder eben es geht nochmal runter und danach geht es erst weiter hoch. Und dann schließen wir eben, je nachdem wie sich es da verhält, die Welle 5 ab und damit auch die untergeordnete Welle 3 eben ab. Und wie Sie sehen können, wir haben hier zwei Szenarien. Einmal, es könnte direkt durchbrechen durch dieses lokale Hoch. Je nachdem wie jetzt auch die B dieses lokale Hoch respektiert, werden wir sehen, wie dann das Widerstandsniveau ist. Oder es geht nochmal runter und dann weiter hoch. Je nachdem, was da passiert, ist natürlich der Kurs entweder bullischer oder etwas bärischer. Aber natürlich ist es trotzdem immer noch eine impulsive Struktur. Wenn wir uns Palantir einmal anschauen, sehen wir, dass wir hier gerade diese impulsive Welle 1 eben haben, die nach der übergeordneten Welle 2 eben folgte. Und gesamt lässt sich sagen, dass wir hier in der übergeordneten 3 eben sind und davon deutlich auszugehen ist, dass wir halt, wie gesagt, dieses Allzeithoch brechen könnten, sobald die Welle 1 abgeschlossen ist. Davon gehen wir zumindest aus.
Und danach haben wir, je nachdem, wie stark dieses Allzeithoch gebrochen wird, auch unterschiedlich starke Ziele. Das niedrigste Ziel, was wir hier für Sie datiert haben, ist das 2,236er Fibonacci-Extensionsniveau, was natürlich auch bis zum 361-prozentigen Fibonacci-Extensionsniveau hochgehen könnte. Wir schauen uns trotzdem einmal an, was das in Gewinnbereichen bedeutet. Wie Sie sehen können, hat Palantir schon einen starken Anstieg dieses Jahr gehabt. Aber es folgt wahrscheinlich noch größerer Anstieg. Wenn wir sehen, Unterkante bis Oberkante hier einmal 456%, die Sie da mitnehmen würden, wenn Sie long gehen. Und wenn wir weiter hochgehen, vielleicht in Richtung 775% sogar, was ein sehr, sehr starker Anstieg wäre. Und damit würde der Palantir-Chart eben fast schon auf den $140 datieren. Es ist relevant zu bemerken, dass Palantir eben eine Firma ist, die sich im Bereich künstliche Intelligenz befindet und damit in der Technologieindustrie. Und was dazu zu sagen ist, man hatte dieses Jahr einen großen Aufschwung an KI. Immer neue KI kamen heraus, immer neue künstliche Intelligenzen wurden auf den Markt gebracht, wie zum Beispiel ChatGPT, Sie kennen es alle, aber auch noch viele andere KI, mit denen Sie alle möglichen Dinge tun können, wurden auf den Markt gebracht. Und deshalb ist das natürlich eine Industrie der Zukunft und hat deshalb auch so großes bullisches Potenzial, weshalb wir hier eben das 362-prozentige Extensionsniveau verwendet haben, weil dieser Chart eben sehr großes bullisches Potenzial hat. Und wir haben ja am Anfang gesagt, dass Palantir auch dieses Jahr schon starke Anstiege hatte. Und jetzt gehen wir davon aus, dass die starken Anstiege einfach weitergehen und wir eben diese übergeordnete 3 abschließen werden in dem nächsten Bullrun. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde noch einmal auf unsere E-Mail-Adresse verweisen. Diese ist hier gerade eingeblendet. Dort könnten Sie uns sämtliche Fragen stellen, von Kooperationsanfragen, Fragen zum Chart oder generelle Fragen zu dem Kanal oder zu unserem Inhalt. Und wenn Sie wollen, können Sie auch dort uns Wünsche für weitere Videos hinschreiben oder sonstige Fragen, vielleicht auch zu Ihrem Aktienportfolio, wenn Sie das wollen. Aber Sie können natürlich auch sämtliche Ideen, die Sie haben, in die Kommentare schreiben. Vielen Dank.